Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem League of Legends Gameplay Video mit mir, dem Schrinks, und ich spiele wie fast immer eigentlich meine liebe Ahri. Und okay, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich das Team irgendwie, die Kamera muss ich umschalten, genau, scheiß Regiekamera will kein Mensch, juckt mich doch nicht, was die anderen gemacht haben. Das ist übrigens nicht das Spiel, was ich euch irgendwann mal versprochen habe. Warte mal, wir skippen mal ein bisschen, das ist ein bisschen doof hier, so. Springen wir mal gleich nach rein in die Laning-Phase. Ja. Das sind also Sachen, die sind ganz interessant, weil man das natürlich während man spielt nicht sieht. Manchmal fragt man sich ja, wo ist der Midlaner eigentlich die ganze Zeit, ne? Und manche machen das ganz gut. Die helfen ihrem Jungler dann praktisch noch ein bisschen, damit er dann einen schnelleren Einstieg hat. Und letztlich profitiert dann das ganze Team eigentlich davon, weil ihr wisst ja, wie das so ist. Also jemand, der League of Legends spielt, der weiß, dass gewisse Champs, also Nocturne habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber so mancher Jungler hat ja doch einen ziemlich harten Einstieg. Also ich finde zum Beispiel mit Sejuani, die finde ich ziemlich heavy am Anfang. Und ihr seht schon, ich bin so episch im Last Hitten, also gar nicht. Richtig, richtig scheiße teilweise, was ich da zusammenfarbe, aber naja, okay. Glücklicherweise sind die meisten Gegner auch nicht besser. So, und da war ich überrascht, weil ich ernsthaft dachte, wobei ich mir dann hinterher gedacht habe, okay, einen richtigen Supporter hätten wir ja sonst nicht gehabt. Ich dachte, ich kriege einen One-on-One gegen Lux. Lux ist jetzt nicht so der heftige Gegner, finde ich. Da habe ich am Anfang ein bisschen verkackt. Da habe ich gerade einiges gefressen von Urgot, aber ja, ist halt ein bisschen schwierig, weil Urgot ist ja eigentlich ein ADC. Aber er ist halt im Vergleich zu den anderen ADCs ein bisschen mehr tanky, ein bisschen mehr heißt so ziemlich viel mehr. und hat genug Möglichkeiten, dich richtig abzufacken, wenn du nicht aufpasst. Also nicht nur hier Face-Rolling, Rechtsklick und los geht's, wie, keine Ahnung, die meisten ADCs halt so sind. So, aber ich weiche schon wieder ab. Ich finde, es ist eine tolle Sache, wenn man auch als Midlaner, gut, bei der... Beim Botlane-Start würde ich das eher nicht so machen, aber wenn er Toplane startet, beispielsweise wenn er jetzt zum Beispiel hier anfängt, das Camp zu machen und den Frog zum Beispiel macht als erstes, da gehe ich mit Ahri zum Beispiel immer hin, schmeiß eine Kuh drüber und verschwindet dann wieder. Das ist vielleicht erstmal nicht viel, aber ihr wisst ja, wie das so ist, wenn ihr Jungler spielt oder so, dann ist das wirklich echt, echt hilfreich, wenn man einfach mal so ein bisschen ja, einen Boost bekommt. Das bisschen Schaden, das kann schon recht viel ausmachen und kann darüber entscheiden, ob er vielleicht noch ein Farm machen kann, also noch ein Camp machen kann im Jungle oder ob er halt back muss. Und ja, oder eben ganken. Früher ganken. Das sind halt so Sachen, ja. Ist übrigens mein erstes Spiel gegen Urgot. Ja, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich mich verhalten soll, so während ich das so gespielt habe, aber ich habe gedacht, okay, du spielst das einfach so wie immer. Aggressiv, volle Kanne drauf und die möglichst viel Farben nehmen, indem du eben die Waves in den Tower reinpusht. Das ist mir manchmal gelungen, manchmal eher nicht so, aber im Großen und Ganzen denke ich, ja, habe ich vergleichsweise, sag ich mal, eine solide Lane-Phase gespielt. Ich versuche auch in der Regel, auch wenn das Mana dann irgendwann mal weg ist, dann natürlich gucken, was geht auf der Map so ab. Aber... Das ist so ein Fimmel von mir, auf jeden Fall auf Level 6 kommen, bevor ich das erste Mal weggehe. Und natürlich möglichst, außer man ist so unter Druck, dass es nicht anders geht, die Wave eben in den Tower reinpushen. Manchmal, wenn ich meine, okay, das wäre ein Vorteil, gehe ich auch früher zurück. Gerade wenn ich eben sehe, okay, es ist sehr dynamisch, wenn der Jungler ziemlich früh eingreift von den Gegnern. Weil man kann es ja abschätzen, ne? Wenn der Jungler, was weiß ich, die Botlane gegankt hat oder so. So wie er es jetzt wahrscheinlich machen will, oder? Was hat er vor? Ist ja egal. Juckt mich nicht. Aber wenn er die Botlane gegankt hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er dann, wenn das erfolgreich war, als nächstes in die Mitte kommt. Oder eben hilft, den Tower zu pushen. Aber die meisten kommen dann in die Mitte, weil sie halt so à la tryhard versuchen, noch einen Kill zu kriegen, weil das erste Mal ja gut lief. Ja, muss man halt ein bisschen ein Auge drauf haben. Jetzt da zum Beispiel versucht er zu mir zu kommen. Ich muss ehrlich sagen, also wie gesagt, das ist nicht das Spiel, was ich eigentlich machen wollte. Oder nicht die Runde, die ich eigentlich bringen wollte, weil ich finde die jetzt nicht... Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich finde es nicht außergewöhnlich gut. Ne, es war ein tolles Spiel, kann ich euch versprechen, aber... Ich habe halt... Heute habe ich zum Beispiel ein Spiel gehabt, da hatte ich am Ende 23 zu 2. Also das war Hardcore Carry vom Feinsten.
Intelligenterweise hat der Schrinks natürlich seinen LOL-Replay nicht angehabt. Somit ist dieses Spiel irgendwo im Nirvana und ist nur noch auf dem Papier in den Statistiken zu finden und das war's. Da ärgerst du dich natürlich schon ein bisschen. Dazu sei gesagt, das ist Bronze. Ne? Also ich bin jetzt nicht hier, keine Ahnung, Platin, Diamond oder so. Wird man wahrscheinlich an der Spielweise irgendwie auch erkennen. Aber ich habe den Champ irgendwie so ein bisschen so wirklich lieben gelernt. Am Anfang habe ich ja Ashe gespielt, vor ihrem Makeover wohlgemerkt. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ADC ist jetzt nicht so schlecht. Aber ich glaube, die Midlane ist das, was mir am meisten zusagt. Obwohl ich da eigentlich das geringste Arsenal habe. Also richtig gut spielen, wenn man es denn so nennen kann, für Bronzeverhältnisse eben, meine ich, kann ich eigentlich nur Ahri. Und ansonsten bin ich meistens aufgeschmissen. Malzahar kann ich mittlerweile ein bisschen. Und ja, jetzt ist halt Ekko dazugekommen. Von Ekko habe ich auch ein schönes Gameplay. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das blöde LOL-Replay das schafft, das abzuspielen. Das Problem ist einfach folgendes. Bei zu alten Videos, oder was heißt zu alten? Die ganz alten gehen lustigerweise wieder. Aber bei manchen Videos, die direkt vor dem letzten Update waren, also mit dem Patch, der Ekko praktisch mit reingebracht hat, der 5.10 Patch war das? Ja, genau. Der 5.10 Patch. Alle Replays, die direkt davor passiert sind, und das war halt das eine, was ich euch zeigen wollte, war genau ein Tag davor. Da ist es eben so passiert, dass die blöde Version inkompatibel ist. Und das ist halt richtig, richtig scheiße. Jetzt muss ich praktisch warten, bis das LOL, oder bis die Entwickler von LOL Replay eben, ja, ich sage mal, ein Update bringen und das Ganze wieder kompatibel zu machen. Die haben ja gesagt, dass es hin und wieder Probleme gibt mit der Kompatibilität von verschiedenen Versionen. Machen wir mal einen kleinen Skip, das ist langweilig. Ihr könnt mich nachher noch sehen, wie ich die Lane entlang springe. So. Dann wollen wir mal schauen. Ja, da hat er mir netterweise den Blue Buff gegeben. Das ist halt ganz, ganz wichtig für Ahri, weil dann kannst du das Foxfire immer noch mit anschmeißen und die Lane richtig hart pushen. Das mache ich dann in der Regel auch, wenn ich es nicht vergesse, wohlgemerkt. So, dann habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich Last hitten will, dann wird das wohl nichts mit dem... ja, mit dem Farm. So, und da habe ich erstmal einen Moment gebraucht, bis ich gerafft habe. Die haben mir Lux geschickt. Und das verstehe ich beim besten Willen nicht, wie sie auf die doofe Idee kamen. Na gut, der Urgot hat gemerkt, er hat keine Chance. Ich habe den immer wieder weggepusht, aber mir eine Level 4 Lux, gehört jetzt Level 5 Lux hinzustellen, war jetzt vielleicht nicht die schlaueste Idee, ja. Kann man sicher besser machen. Und, naja. So, da haben wir dann versucht, einen Killsteal zu machen, aber für einen Assist hat es noch gereicht. Nee, Killsteal gibt es nicht als Midlaner. Also ist meine Meinung. Du bist ja derjenige, der mitcarryen soll, neben dem ADC. Und deswegen brauchst du natürlich jeden Kill. Deswegen, ja. Mir hat mal einer gesagt, gerade in den unteren Ligen, Junge, nimm dir doch einfach jeden Kill, den du kriegen kannst. Die anderen passen doch auch nicht für dich. Und so ist es auch. Wie oft hatte ich das schon, dass dann der Jungler auf einmal gemeint hat, yo, ich brauche den Kill noch. Ich hatte vielleicht 2 Kills, der gegnerische Midlaner hatte schon 5 und der Jungler muss natürlich die letzten 5 HP meines Gegenübers wegsmiten, anstatt das mich machen zu lassen. Und dann ist es natürlich irgendwann echt scheiße, wenn du total zurückfällst. Was bei Ahri halt ziemlich blöd ist, meiner Meinung nach, im One-on-One. So, das ist zum Beispiel ein ganz guter Trick. Einfach reinflashen und dann das Charm raushauen. Das Ignite hätte ich mir auch sparen können, aber ich gehe manchmal lieber auf Nummer sicher, bevor ich dann mir einen Arsch beiße oder so. Ja, mit Ahri ist es so, meiner Meinung nach, wenn du da ein bisschen zurückliegst, sagen wir mal, gegen eine Katarina, die vielleicht schon 2 Kills hat oder so, dann bist du im One-on-One am Arsch. Mit einem Malzahar, meiner Meinung nach, bessere Chancen, weil der einfach viel mehr Schaden drückt. Aber du bist mit Ahri halt stark davon abhängig, dass du innerhalb der CC praktisch deinen Gegner tötest oder möglichst so weit runterbringst, dass er nicht mehr aggressiv spielen kann. Ja. Epic Charm Miss, aber passt schon. Also unser Jungler war relativ auf Zack, muss ich sagen. Also ich finde ja Wullibear sowieso ganz cool, weil Wullibear einfach die Möglichkeit hat, den Gegner übelst lang wegzuhalten und das allein dadurch, dass er einen praktisch rüberwirft und dann eben praktisch nochmal in deine Richtung schickt, das ist halt ein richtiges Wombo-Kombo, wenn er ihn packt. Da kann er sich schon mal nicht wehren und wenn er ihm dann noch einen Charm reindrückst, dann ist gleich Ende. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich erzähle vielen wahrscheinlich nichts Neues, aber der ein oder andere, der vielleicht LOL überhaupt nicht kennt oder so, oder nur vom Hören sagen oder
mehr oder weniger erfolgreich das irgendwann mal für kurze Zeit gespielt hat. Denke ich mal, für den sind die kleinen Erklärungen ganz okay. Ich will jetzt auch versuchen, öfter mal ein LOL-Video zu machen. Vielleicht irgendwann, wenn ich es mir zutraue, auch mal mit Live-Commentary, aber Stand jetzt gucke ich halt, weil es gibt einfach Runden, die willst du gar nicht zeigen. Ich hatte zum Beispiel letztens eins, Alter, ich hätte erwürgen können. Ich habe die dann fertig gemacht, ohne sie zu beleidigen, aber da hat man wieder zwei Scherzbolde, die waren richtig lustig drauf. Da hat einer geschrieben hier, Top or Feet. Und ja, dann war natürlich einer der Meinung, klar, von mir aus, mach doch, scheiß auf den Troll. Mach ich übrigens aus Prinzip auch. Also wenn einer schreibt Mid or Feet, dann nehme ich aus Prinzip schon mal die Mitte. Weil so einem Troll dann auch noch irgendwie in den Arsch zu pusten oder so, nee, danke, mach ich nicht. Und so, jetzt gebe ich nochmal ein bisschen. Bushcamping ist cool. Das hat sie sich wohl auch gedacht. Und ja, auf jeden Fall, wie waren das nochmal? Genau, dann hat einer Toplane genommen. Ein anderer natürlich als der es geschrieben hat. Das war ein richtiger Spacken, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, da habe ich schon mal... Also solche Situationen sind halt eigentlich relativ dankbar oder eben auch nicht. Ne? Wie man sieht, wenn ich dann denke, okay, es läuft, das Team kommt nach, der Damage fliegt, total cool. Aber oft bringst du dich dann in unglückliche Situationen, wieso eben. Aber ich meine, zwei Kills mitgenommen. Ich glaube, es waren zwei. Egal, auf jeden Fall 3-1 ist ja schon mal gut. 5 Assists, hallo, was will man mehr? Einmal sterben. Einmal ist keinmal, heißt es auch immer. Und jetzt gebe ich wieder ein bisschen, bis ich wieder lebe, genau. Ja, auf jeden Fall, der hat dann getrollt. Also wirklich so, wie er es angekündigt hat. Viele schreiben es dann nur, weil sie dann besonders lustig sein wollen. Ich schreibe dann meistens, juckt mich nicht. Juckt mich übrigens wirklich nicht so wirklich. Klar, das ist ärgerlich, wenn ein Idiot das ganze Spiel versaut, aber hey... Wenn du dich dann noch aufregst, dann freuen sich die blöden Kinder auch noch. Naja, auf jeden Fall hat dann Timo genommen. War natürlich total geil. Ist mir dann im Jungle immer hinterhergelaufen, da habe ich mal Y gespielt. Und ja, dann ist er mir praktisch die ganze Zeit hinterher. Hat natürlich dadurch verhindert, dass ich genug EP kriege. Hat mir einen Haufen Farben weggenommen, also sprich in Form von Gold. Und ja, ging einfach nur auf den Sack. Und solche Spiele hast du halt leider ziemlich oft. Oder einfach auch Spiele. Ja, das war halt auch übelst episch. Da habe ich auch im Chat was geschrieben dazu. Ich habe mich bepisst vor Lachen in der Situation. Habt das gesehen? Warte, ich mache nochmal zurück. Ich fand das so lustig. Halt, das ist noch nicht weit genug. Guckt euch das mal an. Meine Idee war, wer hätte es gedacht, ich flash da rein. Aber dann haben die mich gesehen. Das war so scheiße. Ich wollte da reinflashen und bin irgendwo hier gelandet. Das war natürlich richtig bitter. Und dann, ja, haben sie mich eben gesehen. Und das war dann eben nicht so cool. So, es gibt mal ein bisschen. Lololololol. Da war dann der nächste Kill. Und ich denke einfach mal, wenn du mit Ari mal ins Rollen kommst, dann ist es vorbei für den Gegner. Also, wenn du wirklich mal 4-0 hast. Und hier da, warte mal, unser Jungler und der ADC, die waren auch schon sehr gut dabei. Die waren eigentlich alle gut dabei, ne? Wir waren eigentlich alle schon gefeedet. Bei so einem Zeitpunkt, guckt euch mal an, 18-3, Gesamtbilanz, yo. Ich denke mal, dass du sowas wirklich nur noch über das Tower einreißen gewinnen kannst. Hatte ich auch schon. Wir hatten mal 30-60 und dann am Ende haben wir gewonnen. Ne? Obwohl die doppelt so viele Kills hatten wie wir, weil die nur auf Face Rolling und Kill-Stealing aus waren. Ne? Die haben halt total... Sinnlos haben die sich nacheinander in uns reingestürzt, weil wir alle low waren und wollten dann den Kill snacken und dann sind sie halt alle gestorben. Weil, ne, hier, Charm raus und tschüss. Weil auch wenn der Gegner dann total übertrieben gefeedet ist, in den CC-Kombo reinzurennen ist immer scheiße. Selbst wenn man, was weiß ich, 10 Kills weniger hat oder so. Wenn man natürlich mal so ein bisschen ahead ist, kann man auch ein paar kleine Spielchen machen. Mache ich zum Beispiel ganz gerne Tower Dive mit einem, Spirit Rush, also mit meiner Ulti. Und dann, ja, wenn ich meine, dass es Erfolg hat, schmeiße ich einen Charm hinterher und dann die normale QW-Kombo und dann eben weiter mit Geisterhass, sollte das noch nicht gereicht haben. Ist, denke ich, ein nettes Mittel, kann aber auch in die Hose gehen. Also, mir ist auch schon passiert, dass ich dann in der CC gehangen habe, am Turm gestunt und dann bin ich halt durch den Tower mehr oder weniger gestorben. Ariad hat den Vorteil, sie ist übelst mobil, aber einmal in der CC und du bist am Arsch. Übelst squishy, aber Ari ist einfach ein geiler Champ. Also ich habe keinen Champ bisher gefunden, der nur annähernd so viel Spaß macht.
Außer Echo jetzt. Und Echo, da hatte ich wie gesagt auch ein tolles Gameplay, aber das ist wohl auch von dem Versionsproblem betroffen. Kurz gesagt, geht nix. Das fand ich halt auch so geil. Wie er hier mitten im Jungle anfängt, sich wegzuporten. Oder es versucht hat. Und dann, ja. Verfehlen wir erstmal das Charm. Also ich manchmal frage ich mich echt, wo ich eigentlich hinziele. Und dann, ja, aber gut. Ich sehe das immer so. Wenn ich den Kill nicht kriege, bei so einem Stand ist es eh scheißegal. Hauptsache ein bisschen Gold, dann die Minions nochmal ein bisschen abfarmen und ein Assist. Und wenn du ein Team hast, das wirklich so gut zusammenspielt, dann juckt es dich auch einfach nicht, wenn ein anderer den Kill hat. Und dann passt es auch. Weil es gibt halt auch so viele Jungler, die dann halt einfach jeden Blue Buff für sich holen, weil sie meinen, ich brauche voll EP und voll wichtig und so. Ja. Ja. Also ich finde halt für einen Midlaner den Blue Buff, gerade für einen mit für eine Klasse oder für einen Champion, der Mana hat, fast unerlässlich eigentlich. Also ich bin immer so dankbar über den Scheiß mit Ahri. Und dann, ja, versuchst du das eben, denen auch beizubringen, aber irgendwie raffen sie es nicht. Das ist immer so ein bisschen bitter. Also ich habe einige Leute schon gehabt, die einfach nur wieder die ganze Zeit hier gecampt hat. Das wusste ich natürlich nicht, ne? Wenn man sich das so im Nachhinein anguckt, sieht das übelst lustig aus. Und dann passiert es halt doch. Im Ernst jetzt? Der hat mich gehauen? Der hat mich gehauen, ich laufe durch den Busch und merke das nicht. Wie dumm war ich denn da bitte? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, wenn man sich das so im Nachhinein anschaut, ohne Nebel des Krieges und so weiter. Dann war der AFK oder was? Das kann ja wohl nicht mehr... Das geht doch nicht an, dass der hier die ganze Zeit im Busch drin hockt. Aber jetzt bewegt er sich wieder. Ja, aber im Ernst jetzt... Das war lustig. Das ist mir im Spiel gar nicht aufgefallen. Jetzt hockt er im anderen Busch drin. Toll. Weiß noch nicht, welche Taktik der verfolgt hat. Zu dem Zeitpunkt wurde wahrscheinlich das eigene Team übelst geflamed. Wie es halt so ist, ne? Wenn dann mal ein Spiel wirklich total aus dem Ruder läuft, dann anstatt dann halt noch irgendwie mit Würde abzutreten oder so, wird dann halt geflamed bis zum geht nicht mehr. Und dann hilft es zwar auch nichts, aber manche Leute glauben dann einfach, ihren Frust loszuwerden und dann geht's ihm wieder besser. Ich weiß es nicht. Die LoL-Community ist richtig abgefuckte Scheiße. Und gerade im Bronze hast du zusätzlich zu den hässlichen Drecksflamern, die mir übelst auf den Piss gehen, einfach auch noch diese... Ja, ich meine, ich bin ja auch nicht so einer, der jedes Spiel perfekt spielt. Ja, ich mache viele Fehler, weil mir einfach noch so ziemlich die Erfahrung fehlt, auch nach was weiß ich wie vielen Spielen. Also ich habe jetzt locker schon 200, 300 Spiele gemacht. Den Großteil davon mit Ahri wohlgemerkt, aber man macht einfach immer wieder noch Fehler, weil man manchmal eben doch nicht so sicher ist, soll man jetzt hinterher oder soll man nicht. Und dann passieren halt Dinge, die dann halt am Ende sicherlich ziemlich doof aussehen. Ja. Und dann kannst du halt, wenn du das zu oft machst, manchmal hast du halt so Spiele, da läuft gar nichts. Ja. Und dann kann es schon passieren, dass du dann halt so weit zurückliegst, dass es einfach gar nicht mehr geht. Und, ja, ich weiß nicht. Und dann geht halt das Geflame los. Aber du hast halt wirklich Leute, wo du dir denkst, alter Schalter, sind die scheiße. Und ich denke halt mal, in Bronze ist es... ist die Wahrscheinlichkeit halt so verdammt hoch, dass man auf Trolle trifft, weil ab einer bestimmten, sag ich mal, Stufe, würde ich sagen, gibt es einfach keine Trolle mehr, weil es einfach viel zu schade ist, die ganzen Ranglistenpunkte zu verspielen mit irgendeiner Scheißaktion. Und dann, ja, weiß auch nicht, was in den Leuten vorgeht. Ich meine, klar, die fühlen sich dann wie die Größte so, yay, geil, ich habe gerade 4 Leuten das Spiel versaut und so, und ja, ist mir alles scheißegal. Keine Ahnung, was Riot dagegen macht. Wahrscheinlich nix. Aber es ist einfach wirklich übelst kacke, wenn du wirklich versuchst, hochzukommen. Und ich sag euch mal was, ich war auf Silber 2 nach meiner Ersteinstufung. Und dann, durch solche Scheiße, habe ich dann halt einmal wirklich 10 Spiele am Stück verloren. Das musst ihr euch mal geben. Ich habe trotzdem nicht aufgegeben. Ne? Ich habe immer weiter gespielt, Sturkopf und so, ole. Aber ich bin dann wirklich in Bronze 2 abgerutscht. War zwischenzeitlich dann in Bronze 4 und dümpel jetzt eigentlich immer so zwischen Bronze 2 und 3 rum. Bronze 1 war ich schon lange nicht mehr. Jetzt habe ich letztens wieder den Aufstieg geschafft auf 2 und direkt danach wieder den Abstieg, weil einfach
wieder ein paar Trolle unterwegs waren, ne? Besagter Timo-Troll zum Beispiel und wie sie alle heißen. Es ist einfach schade. Aber trotzdem macht mir das Spiel unglaublich Spaß. Ich spiele das eigentlich die ganze Zeit, wenn ich jetzt nichts aufnehme, weil ich einfach besser werden will in dem Spiel. Ich nehme auch immer vor, andere Champs zu spielen, aber irgendwie kriege ich es nicht so ganz hin. Ja, gut. Ich würde sagen, das Spiel neigt sich dem Ende, weil das Spiel, das kann ich euch schon mal sagen, wir werden nicht durch Tower oder Nexus Kill gewinnen, sondern die geben auf. Das Spiel ist dann somit gelaufen. Ihr könnt ja mal euer Feedback da lassen, ob und wie oft ihr denn mal ein League of Legends Video von mir sehen wollt. Also ich werde jetzt natürlich gucken, dass ich die nächsten Spiele mit LoL Replay dann wieder einfange, dass ich das im Kasten habe, wenn was Gutes dabei ist. Und dann würde ich mich über Meinung freuen. Ich werde auch das nächste Video vielleicht wieder so gestalten, dass ich nur ein bisschen über das Spiel rede und dann eben praktisch, keine Ahnung, irgendwelche Ankündigungen, was kommt als nächstes, wie sieht's mit den Spielen aus und so weiter und so fort. Jetzt dachte ich mal, machst du halt mal ein Commentary, was wirklich zum Thema passt. Das letzte Mal war es ja eher so ein Special-Video à la Danke für 500 Abonnenten. Hauptsache gut reden können. Ein Danke für 500 Abonnenten. Das war dann praktisch das Special. Das soll jetzt halt aus der Reihe sein. Ich habe zwar wieder einen Meilenstein geknackt von über 800, aber naja, so what? Ich meine, klar, ich freue mich über jeden Abonnenten, aber es kann weitergehen. Von daher, okay, ich habe mich da verguckt. Wir gewinnen, glaube ich, doch durch Tower Push. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wir haben gewonnen. Das sollte klar sein. Ich glaube, das war sogar relativ früh klar, weil 31-5 ist dann doch ein bisschen überlegen. Fand dann meine Bilanz am Ende auch nicht so schlecht. 7-1-12, also 7 Kills, 1 Tod, 12 Assists. Ja, gut. Doch durch Aufgabe, Alter, wie ich voll drauf hab. Das Spiel liegt schon wieder ein paar Wochen zurück, glaube ich. Ging einfach nicht mehr. So, jetzt halte ich mal an, damit wir hier nicht rausfliegen. Und, ja. Wie gesagt, euer Feedback ist gefragt. Wenn ihr das öfter sehen wollt oder ab und zu, vielleicht mal einmal in der Woche, am Wochenende zum Beispiel jetzt, deswegen habe ich es jetzt gemacht, weil es einfach, ich habe es doch mal getestet, ob es ging. Und dann dachte ich mir, yo, machst du das doch zum Wochenende mal, warum denn eigentlich nicht? Ich werde vielleicht nochmal eins machen hinterher, wenn ich nochmal ein vernünftiges Spiel finde und dann sagt ihr mir, ob das gut war oder eben nicht, indem ihr mir was in die Kommentare schreibt, Däumchen hoch, Däumchen runter, ist mir alles egal, eure Meinung muss her. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.